Hallo zur Episode von Bleib Fit TV, unserem Gesundheitsmagazin. Heute geht es ums Mobilisieren. Das Mobilisieren stelle ich euch heute vor als ein Aufwärmtraining. Stattdessen wir uns jetzt aufs Ergometer setzen vor einer Krafteinheit und vielleicht nur unsere Beine aufwärmen, möchte ich heute eine Möglichkeit vorstellen und unseren ganzen Körper auf eine Bewegungseinheit vorzubereiten, sprich den ganzen Körper aufzuwärmen. Einerseits ist das Mobilisationstraining nun unser Aufwärmtraining, andererseits fördert es aber auch die Beweglichkeit und aktiviert die Sprunggelenke und die Muskulatur. Die Übungen werden fortlaufend hergezeigt, sie sollten auch dann fortlaufend nachgemacht werden, also mit keinen einzelnen Pausen zwischen den Übungen. Das ist ganz wichtig, aber ihr könnt euch die Erfolge ja mehrmals ansehen. Wir beginnen unser Standpunkt ist, die Beine schulterbreit hinzustellen, die Knie nicht ganz durchzustrecken, sondern etwas in die Hocke zu gehen, und wir beginnen mit dem Kopf. Wir fangen an zu nicken, ganz leicht zu nicken. Wir senken unseren Kopf und bewegen den Kopf einmal zur Schulter. Da nicken wir weiter und wir rollen den Kopf zur anderen Schulter und nicken ebenso. Wir rollen entlang, schauen wieder geradeaus. Nun ist die Schulterpartie dran. Bei der Schulterpartie ist es ganz wichtig, immer nach hinten zu beginnen. Wir können ganz locker beginnen und natürlich aktiv nach hinten ziehen. Wir brauchen keine Übungen nach vorne zu machen, da wir im Alltag immer wieder Bewegungen haben, wo wir nach vorne greifen. Also aktiv nach hinten uns zu bewegen. Wir kommen zur Hüfte, wir bewegen die Hüfte ganz leicht, ohne dass wir die Füße damit bewegen oder auch unseren Oberkörper dazu bewegen. Rein die Hüfte. Dann könnten wir das noch ein bisschen intensiver betreiben und zum Bauchtanz übergehen. Und das natürlich auch in die andere Richtung. Wenn wir die Hüfte mobilisiert haben, stehen wir noch immer schulterbreit da. Wir werden also die Füße jetzt zusammenstellen, unser Gewicht auf die Knie verlagern und die Knie mobilisieren. Das wieder in beide Richtungen. Danach stellen wir uns schulterbreit auf, das Gewicht kommt ebenfalls wieder auf die Knie und wir fangen nach innen zum Rotieren an. Und nach außen. Nun sind unsere Füße dran, unsere Sprunggelenke. Wir stellen uns auf ein Bein und aktivieren die Sprunggelenke. In beide Richtungen natürlich. Und mit beiden Beinen. Nun setzen wir uns hin, wir stellen die Beine aneinander und die Knie aneinander. Wir stützen uns nach hinten ab und lassen die Hüfte knicken. Hierzu ist es ganz wichtig, dass von Anfang an die Beine aneinander stehen. Nun stellen wir uns wieder schulterbreit auf und machen ebenso die Übung weiter. Jetzt lassen wir die Hände weg und mobilisieren so noch unsere Hüfte. Jetzt stellen wir das Bein oder den Fuß zum Knie. Wir fassen mit der Hand zum Fuß und stehen dabei auf. Ganz wichtig hier zur Mobilisation. Das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Ihr könnt natürlich jede Übung bis zu 10 Mal durchführen. Wenn wir nach oben kommen, können wir uns nach hinten setzen, zurückfallen lassen und durchstrecken. Ganz wichtig, auch das Handgelenk nach hinten ziehen. Und aufstehen und nach hinten ziehen. Und aufstehen und nach hinten ziehen. Das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Hierzu führen wir wieder den Fuß zum Knie. Wir schnappen uns wieder mit der Hand den Fuß, ziehen uns hoch und lehnen uns nach hinten. Nun kommen wir in den Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand achten wir darauf, dass unser Rücken nicht durchhängt, aber auch keinen Rundrücken macht. Wir versuchen, den Rücken gerade zu halten. Nun verwenden wir den rechten Fuß zuerst. Der rechte Fuß kommt über den linken Fuß, sucht sich einen Halt. Wir drehen uns nach außen und strecken uns nach hinten.
Wir kommen retour zum Ausgangspunkt. Das können wir natürlich auf der anderen Seite genauso machen. Ich zeige es nochmal vor. Rechter Fuß über das linke Bein. Wir suchen uns Halt und strecken uns nach hinten. Wir legen uns jetzt nach hinten, strecken die Arme zur Seite und die Beine kommen jetzt nach hoch. Das heißt, der rechte Fuß zur linken Hand und der linke Fuß zur rechten Hand. Nun drehen wir uns um, können die Beine mal ein bisschen auflockern. Nachdem wir sie gelockert haben, können wir auch die Beine rückwärts von der linken Hand zum rechten Fuß führen. Wir kommen nochmal in den Vierfüßlerstand. Nun stellen wir aber das rechte Bein zur rechten Hand und kommen mit dem linken Fuß durch, stellen es auf die Ferse und gehen dynamisch nach unten. Wir ziehen das linke Bein zurück und gehen dynamisch nach unten. Wir stellen das linke Bein dazu. Kann ich das nochmal sagen? Wir stellen das linke Bein dazu und verwenden nun das rechte Bein, strecken es aus, gehen dynamisch nach unten. Strecken das rechte Bein zurück und gehen dynamisch nach unten. Das sind nun einige Übungen zum Mobilisieren und zum Aufwärmen. Das ist ganz wichtig und stellt eine Alternative dar zum normalen Cardio-Training, da wir hier von Kopf bis Fuß unseren Körper aktivieren, unsere Muskelpartien aufwärmen und noch belasten können, sei es jetzt für die Krafteinheit oder für eine Ausdauereinheit. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Bleib Fit TV.